Ich stehe jetzt hier in Casa Base, an einem Ort in der Nähe von Thessaloniki. Das ist ein Ort, wo Menschen wirklich eine beeindruckende Arbeit für Flüchtlinge hier in Griechenland machen. Was ich heute über die Situation von Flüchtlingen erfahren habe, war schön und schrecklich zugleich. Zunächst zum Schrecklichen. Ich musste einmal noch mal eindrücklich erfahren, wie Menschen wirklich ihre grundlegenden Menschenrechte vorenthalten werden. Wie Europa einfach hinschaut, dass an den Grenzen Menschen nicht nur zurückgestoßen werden, sondern die Menschen, die nach Europa, nach Griechenland kommen, nicht fundamentale Menschenrechte haben. Die leben in Lagern unter Zuständen, wie ich sie mir nicht vorstellen kann, wo ihnen Rechte vorenthalten werden auf Bewegungsfreiheit, auf medizinische Grundversorgung, auf Ernährung. Dass Menschen, wenn sie das Asyl anerkannt bekommen haben, nicht mehr versorgt werden mit den grundlegendsten Dingen. Wirklich Situationen, wie ich sie in Deutschland mir nicht vorstellen kann und auch sage, das darf in Europa nicht sein. Zugleich erlebe ich hier einen Ort, Casa Base, wo Menschen sich in einer Weise für diese Flüchtlinge einsetzen, dass das wirklich zu Herzen geht. Es ist ein Ort, der speziell gemacht ist dafür, dass junge Mädchen einen Schutzraum haben. Mädchen, die aus Afghanistan flüchten mussten, weil dort die Taliban ihnen alle Rechte wegnehmen würden. Und jetzt sind sie hier und kommen in ein Camp, wo sie als wirklich Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Aber hier erleben sie an einem anderen Ort, dass sie schlicht gesunde Ernährung bekommen, medizinische Hilfe, dass man sie schult, dass sie Sprachen lernen können. Und es gibt etwa hier ein wirklich beeindruckendes Projekt von jungen Frauen, die Fotografie machen in einer hochwertigen Kunst, die mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde, eben über die Situation von Menschen auf der Flucht. Diese jungen Frauen lernen, dass sie eben nicht zuerst Flüchtlinge sind, sondern junge, talentierte Frauen. Frauen, die Gaben haben, die sich einbringen wollen. Und es ist schlicht ein Wahnsinn, was hier zum Teil passiert. Dass Menschen, die mit Energie hier hinkommen und wirklich etwas für die Gesellschaft tun wollen, die sich einbringen wollen, die Hoffnung haben, dass wir die kaltstellen, ausgrenzen, anstatt dass wir ihre Potenziale nutzen. Und es sagt mir heute ein Sozialarbeiter hier, er habe in all seinen Jahren, die er jetzt hier ist, noch nie einen Menschen gesehen, der betteln wollte. Das ist gegen die Würde und Ehre dieser Menschen. Sondern es sind hier Menschen, die arbeiten wollen, die schlichtweg eine Chance haben wollen. Und ich glaube, das sollten wir tun. Einmal, um diesen Menschen zu helfen, einfach weil sie es verdienen, weil sie Menschen sind. Aber auch, weil es schlicht sinnvoll ist für unsere Gesellschaft, dass wir eben diese jungen Menschen hier nutzen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten. Für mich zumindest war das heute ein tief bewegender Tag, wo ich eben Schönes und Schreckliches zugleich kennenlernen konnte. Und es ist wichtig, dass wir die Augen nicht zumachen vor der Situation, die wirklich hier in Europa herrschen, wie wir mit den Schwächsten unserer Gesellschaft umgehen.